Hallo, wer kennt das Problem nicht? Die Herren haben Geburtstag oder Jubiläum oder sonstige Festivitäten und wir wissen einfach nicht, was wir schenken sollen. Und wenn wir dann wissen, welches flüssige Gut die Herren dann von uns bekommen, haben wir es dann meistens an der Verpackung. Nur so eine olle Papptüte, die Flasche Wein rein, das ist doch nichts. Ich zeige euch heute, wie man mit einfachen Mitteln eine ganz pompöse Geschenkverpackung herstellt, die wirklich jedem Herren den Atem rauben wird. Los geht's! Das möchte ich euch heute zeigen. Sieht doch toll aus. Mit einem Ziegelstein, einer tollen Flasche Champagner oder Sekt. Perfekt. Wir beginnen mit diesem Ziegelstein. Ja, auch Ziegelsteine bekommt man im Dekoladen. Dazu müsst ihr nicht auf Dächern rumkraxeln oder auf Baustellen irgendwelche Sachen entwenden. Dekoladen. Dann werden wir hier diesen Filzstreifen drüber legen und kommt mir bekannt vor. Könnt ihr euch noch an meine Poldi-Platten-Serie erinnern? Genauso werden wir es auch machen. Wie? Könnt ihr nicht mehr? Na, dann schauen wir vielleicht mal besser rein. Und das ist die Poldi-Platte. Dann zwirbeln wir den Draht um das Kunstmoos. Es kann auch ruhig ein wenig kreuz und quer gehen. Und genauso habe ich es jetzt hier auch gemacht. Diesmal habe ich wieder diesen Draht verwendet, aber ihr könnt genauso gut Paketschnur verwenden oder einen anderen Faden, der euch gut gefällt und der gut hält. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die Flasche auf dem Ziegelstein befestigen. Dazu nehmen wir diesen, legen es schön drauf. Der Ziegelstein hat hier ein Nupsi, dass die Flasche später mal nicht abrutschen kann, also ist ein bisschen gesichert. Aber die beiden haben ein großes Gewicht, also wäre es hier ganz hilfreich, wenn ihr vielleicht ein oder zwei starke Hände hättet, die euch helfen können. Dazu bitte ich dich nun, jawohl, ja, sehr schön. Dann nehme ich diesen Bastdraht und wickel den hier rum, verzwirbel den hier auf der Seite ein wenig. Genau, wenn es zu schwer wird, bitte schreien, nicht, dass wir den guten Tropfen hier verlieren. So, wunderbar, schön fest, perfekt. Jawohl, ja, im Team geht halt so manches einfacher. So, vielen Dank, du kannst ablegen. So, dann schneiden wir ab, zwirbeln noch ein wenig. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt. Dann nehmen wir hier dieses geschredderte Pappkartonteil, kürzen uns das. Ja, können wir ruhig ein bisschen auseinanderziehen. Und stecken das so ein bisschen dazwischen, dass es doch recht rustikal wirkt. Zu guter Letzt nehmen wir einfach noch einen großen Karton, packen den in Packpapier ein. Hier haben wir noch ein paar Reste, auch von Packpapier. Habt ihr bestimmt von eurer letzten Klamotten- oder Bücherbestellung übrig. Drapieren das da ganz locker da drauf. Eins noch unter die Flasche. Dann legen wir den Ziegel dort auf. Ja. Wie wäre es noch mit einer witzigen Karte? Ich habe mich für die entschieden. Die klemmen wir hinter die Flasche. Und das Männergeschenk ist fertig. Eine weitere Möglichkeit, Flaschen schön in Szene zu setzen, ist diese hier. Achtung! Boah. Wie von Zauberhand hält diese Flasche. Ja. Viele von euch wissen wahrscheinlich, was da dahinter steckt. Das ist ein toller Flaschenhalter. In diesem Seil-Design gibt es auch noch in einem anderen, das zeige ich euch gleich. Aber zuerst möchte ich noch auf diese Verpackung eingehen. Als Basis haben wir wieder einen Pappkarton. Diesmal haben wir ihn eingepackt mit schwarzem Papier. Zusätzlich haben wir das schwarze Papier mit dieser Geschenkfolie umwickelt und hier schön luftig drapiert und festgeklebt. Dann ein Päckchen Servietten dazu, kann man ja auch gebrauchen. Und hier eine Fliese mit einem witzigen Slogan drauf, statt einer Karte. Hier noch eine Wurzel drapiert und ein bisschen Bast. Das haben wir dann wieder die Männerfarben aufgenommen, wirkt schön rustikal. Darüber kann sich doch jedermann wirklich freuen. Das ist jetzt das Kettenmodell, funktioniert genauso.
einfach die Flasche einhängen, loslassen, nur Mut und die Flasche schwebt. Und wenn ihr jetzt so ein tolles Männergeschenk haben wollt, dann geht in den Dekoladen eures Vertrauens, fragt da nach den Herrengeschenkideen von Dekolina und wenn ihr das bekommt, dann wisst ihr, dass ihr goldrichtig seid.